Überraschender Auftakt der US Open. Die Weltranglisten-Erste Simona Halep musste schon nach der ersten Runde den Hut nehmen, so wie vergangenes Jahr. In New York verlor die Rumänin gegen Kaia Kanepi aus Estland mit 2:6 und 4:6. Trotz des frühen Aus bleibt sie aber Nummer 1 der Welt. Den Auftakt bei den Herren wiederum gewann Ex-Champion Stanislas Wawrinka aus der Schweiz. Er setzte sich in 3 Sätzen mit 6:3, 6:2 und 7:5 gegen den an Nummer 8 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov durch. Damit wiederholte er seinen Erfolg aus der ersten Runde von Wimbledon.